Mann von der Physis her. Also interessant, dass er sich den Namen aussucht. Beginn dann aufs Gaspedal drückt und. Sack jetzt weniger Fürhandarbeit sehen, dass er sich irgendwie unwohl fühlt, viel im Rückwärtsgang ist. Und das nutzt Uli her für sich. Der Rückwärtsgang Boxer ist. Und immer wenn man das Gefühl hat, dass Sack mal so ein bisschen aufzutauen scheint, dann kommt Uliha sofort mit einem Schlaghagel und der zieht sofort wieder zurück. Oh, schön. Oh, da kam er. Schöne rechte Overhand durchgekommen und jetzt versucht Uliha hier nachzusetzen. Aber jetzt hat sich Sack hier mal schön rausgedreht. Raus. Genau, aber gut. Etinosa lässt nicht ab. Er wartet jetzt richtig drauf. Jetzt hat sich Uliha ein bisschen geärgert, dass das Ding daneben ging. Das war ein ganz schöner Hammer. Ich glaube, die größte Chance von Ismael Sack ist hier, dass sich Uliha tatsächlich ein bisschen auspowert. Er schlägt jetzt auch mehr gerade hin, habe ich das Gefühl. Schöner Aufwärtshaken. Wieder kommt der Aufwärtshaken durch. Starke Runde bislang von Etinosa Uliha. Da muss Ismael unterbinden. Entweder reingehen, klammern und festhalten, sodass sie vom Ringrichter getrennt werden. Oder wie er es gerade gemacht hat, dass er rausgeht, aber dann die Situation irgendwie auch nutzen und was draus machen. Ne? Lange Hände. Uliha beschäftigen. Oder wartet er mit Absicht auf seine Lücken? Das sind harte Hände, die da durchkommen. Und genau das sind diese Momente. Beide Kämpfer treffen mit der Führhand. Boxen ohne Deckung. Er ist auch ein Showman, dieser Etinosa Uliha. Und jetzt hat er Sack hier nochmal in der Ecke. Ich versuche dir nochmal zu antworten, aber Uliha weiter am Drücker. Hat ihn wieder in der Ecke. Champion,